Ich weiss nicht, ob Ihnen der Name Kaspar Fischer noch etwas sagt. Der Kaspar Fischer war ein ganz enorm kreativer Mensch. Was der alles mit den Händen erschaffen hat, der hat ja ganze Zirkusprogramme auf Theaterbühne gestellt, wo er alle Figuren selber gebastelt hat. Er hat sie auch selber gespielt. Oder sogar das hier ist ein Werk von Kaspar Fischer, die Krokodil-Loki. Übrigens, die kommt dann später in der Sendung noch einmal vor. Er hat auch ein wunderbares Lied komponiert, den Lachblues. Und den hören wir uns jetzt zusammen einmal an. Das tut uns nämlich gut. Hee hee hee.